Hallo liebe Kunstfreunde, lasst uns heute gemeinsam die Wut aus dem Film Alles steht Kopf zeichnen. Auf geht's! Nehmt euch ein Blatt Papier und ein paar Stifte zur Hand und schon kann es losgehen. Ich beginne mit einem dünnen schwarzen Filzstift und zeichne damit in die obere Hälfte des Blattes erstmal eine gerade Linie. Von den beiden äußeren Enden aus zeichne ich jeweils eine gerade Linie nach unten, beide jeweils ein Stückchen nach außen geneigt. Zeichnet beide Linien gleich lang. Um in die untere Hälfte die Beine zu zeichnen, suche ich mir hier erstmal die Mitte und zeichne einen kleinen Punkt zur Orientierung. Von der rechten Seite aus zeichne ich dann einen Bogen zur Mitte. Und auch von der linken Seite aus zeichne ich nun einen Bogen in die Mitte. Von den äußeren Enden zeichne ich nun jeweils noch einen kleinen Strich nach außen. Von der linken Seite aus beginne ich erstmal eine gerade Linie bis zur Mitte hin zu zeichnen. Dann beginne ich wieder bei der Mitte und zeichne von dort aus wieder einen geraden Strich rüber zur rechten Seite. Auf diese Weise entstehen ganz einfach die Schuhe von der Wut. Direkt über die Füße zeichne ich nochmal einen weiteren Bogen. Einmal auf der linken Seite und dann noch einmal auf der rechten Seite. Um den oberen Teil des T-Shirts darzustellen, gehen wir ungefähr in die Hälfte der Form und zeichnen von den äußeren Seiten jeweils einen leicht schrägen Strich zur Mitte. Lass direkt in der Mitte noch eine kleine Lücke frei. Von den Enden zeichne ich jeweils einen kleinen Strich wieder zurück und gehe im Anschluss in einem leichten Bogen wieder zurück zum Rand. Wenn ihr das auf beiden Seiten gemacht habt, entsteht hier ganz einfach der Kragen seines Hemdes. Nun zeichne ich in die Lücke noch die Krawatte. Hierfür gehe ich an das obere Ende und zeichne erstmal einen leichten Bogen in die Mitte. Von den Enden aus zeichne ich jeweils einen leicht schrägen Strich zur Mitte hin. Der nächste Strich führt uns im Anschluss wieder nach außen. Und zum Schluss verbinden wir das Ganze an der unteren Seite mit zwei Linien zu einer Spitze hin. Auf diese Weise entsteht ganz einfach die Krawatte. In diese zeichne ich jetzt noch das Muster hinein, indem ich von der linken Seite aus erstmal zwei Striche zur äußeren Seite zeichne. Das Ganze mache ich einmal entlang nach unten, zeichnet immer zwei schräge Linien, um so das Muster zu vervollständigen. Wenn ihr das geschafft habt, grenzen wir jetzt Hemd und Hose miteinander ab. Hierbei gehen wir ungefähr in die Mitte und zeichnen eine gerade Linie durch. Versucht dabei nicht, in die Krawatte hineinzuzeichnen. Von hier aus gehe ich nun ein Stückchen weiter nach unten und ergänze auch hier wieder eine gerade Linie. Als nächstes zeichne ich die Schlaufen des Gürtels. Hierfür zeichne ich an die linke Seite zwei gerade Striche und dann nochmal zwei gerade Striche an die rechte Seite des Gürtels. Nun geht es weiter mit dem Gesicht. Geht nun in den oberen Teil und zeichnet relativ weit mittig erstmal einen Punkt zur Orientierung. Von dort aus zeichne ich einen leicht schrägen Strich nach oben. Dann ergänze ich einen weiteren schrägen Strich, diesmal in die andere Richtung. An das untere Ende hiervon kommen nun die Augen. Dabei beginne ich auf der linken Seite und zeichne erstmal einen großen Bogen nach außen und das gleiche mache ich nochmal auf der rechten Seite, ungefähr in gleicher Größe. Die Pupille könnt ihr hierbei in den oberen Teil zeichnen. Malt dafür direkt an den oberen Rand jeweils einen kleinen Kreis hinein. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Augen auch schon direkt mit dem schwarzen Stift ausmalen. Direkt unter die Augen zeichne ich jetzt den Mund. Hierbei beginne ich erstmal mit einer leicht gewellten Linie, die an der rechten Seite weiter nach unten geneigt ist. An die linke Seite zeichne ich einen leicht schrägen Strich nach unten. Das untere Ende schließe ich dann ganz einfach mit einer gewellten Linie miteinander ab. In den hier entstandenen Mund zeichne ich nun die Zähne hinein. An der linken Seite beginne ich nun mit einer kleinen Ecke. Ungefähr von der Mitte aus zeichne ich nun eine gezackte Linie, einmal quer durch den Mund, aber nicht ganz bis zum äußeren Ende. Denn auch hier zeichne ich wieder einen kleinen Strich nach oben
und einen weiteren Strich nach unten. Wenn ihr das geschafft habt, zeichnen wir direkt auf den Kopf noch eine Flamme. Beginnt an der äußeren Seite, zeichnet eine gewellte Linie nach oben und im Anschluss wieder zurück, sodass hier eine Spitze entsteht. Dann zeichne ich in das Innere der Flamme etwas kleiner eine leichte Spitze und direkt daneben noch eine weitere kleine Spitze. Direkt darunter könnt ihr die gleiche Form nochmal etwas kleiner ergänzen. Zum Schluss fehlen nur noch die Arme. Hierbei zeichne ich an der linken Seite erstmal einen schrägen Strich nach außen und wieder zurück, sodass hier eine Spitze entsteht. Von der Spitze aus zeichne ich nochmal eine kleine Spitze nach unten dran. Und gehe vom unteren Ende aus in einem Bogen wieder zurück. Die Hand stelle ich ganz einfach dar, indem ich einen Strich nach unten und in einem Bogen wieder leicht zurückgehe. An der noch offenen Lücke zeichne ich einen kleinen Strich zum Körper hin. Um hierin noch den Daumen darzustellen, zeichne ich nochmal eine kleine Ecke direkt bis zum Rand. Nun zeichne ich den Arm auf der zweiten Seite. Auch hier beginne ich erstmal wieder mit einem Strich nach außen und gehe von dort aus in einem Strich wieder zurück zum Körper. Vom äußeren Ende aus zeichne ich einen Strich nach unten und gehe im Anschluss in einem Bogen wieder zurück zum Körper. Um die zweite Hand darzustellen, gehe ich erstmal wieder in einem leichten Strich nach außen und wieder leicht zur Mitte. Das Ganze verbinde ich am unteren Ende mit einem kleinen Strich zum Körper. Mittig können wir wieder eine kleine Ecke hineinzeichnen, um so den Daumen darzustellen. Und seid ihr jetzt auch schon so weit wie ich? Dann können wir das Bild gemeinsam ausmalen. Ihr könnt dafür natürlich die Stifte verwenden, die ihr bereits zu Hause habt. Wenn ihr jedoch die Stifte nehmen wollt, die ich in diesem Video verwende, findet ihr den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Also, auf die Stifte, fertig, los! Die Wut aus Alles steht Kopf ist nun fertig ausgemalt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachzeichnen und bis zum nächsten Mal.